Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen, das wird der letzte Part sein. Aber Zero, warum wird das der letzte Part sein von diesem wunderbaren Projekt? Und fragt euch nicht, warum ich mich so anhöre. Ich bin ein wenig erkältet. Deswegen kommen wahrscheinlich diese Woche auch weniger Videos. Aber das hält mich nicht davon ab, noch diesen wunderbaren Part zu drehen. Ich habe nämlich mit dem Hackersteller gesprochen und derjenige sagte mir, dass er am Ende nicht mehr ganz so viel verändert haben sollte. Von daher werden wir nicht in diese Richtung laufen. Nee, sondern wir werden in die andere Richtung laufen und zwar nach Azuria City. Wenn wir da überhaupt hinlaufen können, das ist die Frage der Fragen. Von daher... Okay, wir kommen gar nicht rüber, denn dieser Matrose hier meint einfach zu sagen, Labras ist zu müde, um über die See zu surfen. Bruder, das sind 5 Meter vielleicht. Ich sehe von hier aus schon das andere Ufer. Kannst mir nicht erzählen, dass dieses Ding da einfach keinen Bock hat. Nun gut, dann sind wir doch auf diese Route angewiesen und werden dieses Relaxo nicht befreien können, da wir leider nicht die Macht haben, diesen kleinen Baum zu zertrümmern. Aber das ist uns auch egal, denn wir können hier den Fahrradweg nach unten fahren ohne... Fahrrad? Okay, scheint zu funktionieren, von daher... Oh, Trainer, du hast kein Fahrrad, mein Freund, was machst du hier? Was willst du, Tröte? Erst mich beleidigen und dann auf die Schnauze kriegen, ne? Das sind nicht die Besten. Boots! Bruder, gegen Baku hast du keine Chance. Ich sage jetzt mal nicht, dass Evoli gestorben ist, aber passt schon. Willst du der Fuchs sein in der City? Theoretisch schon. Habe ich auch die Möglichkeit umzudrehen? Ach lol, ist das dieser 6 Kleinstein-Man? Die liebt man ja immer, ne, in jedem Pokémon-Spiel. Wow, er hat am Ende nochmal einen Onix. Das ist krass. Und falls ihr euch fragt, warum ich so extrem schwitze, wie gesagt, erkältet plus 30 Grad mal wieder draußen. Ich weiß nicht, warum das auf einmal jetzt so ist, aber mir gefällt's. Nein. Ne, jetzt mal ein bisschen Real Talk, Leute. Und zwar will ich den Party nochmal benutzen, um ein paar Sachen anzusprechen. Und zwar fand ich es extrem schade. Und zwar gestern oder vorgestern kam ein Part Yu-Gi-Oh! Nochmal. Weil ich habe 2 Parts aufgenommen, hatte auch super viel Spaß dabei. Und da haben Leute irgendwie drunter geschrieben von wegen, bringst du jetzt nur noch Yu-Gi-Oh! Obwohl ich am Ende des Videos, by the way, gesagt habe, so dass das wohl der letzte Part auch sein wird und alles mögliche. Also... keine Ahnung, besonders, keine Ahnung, ich hatte Lust drauf, hatte Spaß dabei und alles und dann kriegst du halt sowas zu hören, dann denkst du dir halt auch immer so, wow, das ist super. Wisst ihr, man will als Content Creator irgendwo Spaß haben und den Spaß vermitteln und klar kann ich verstehen, dass nicht alle Yu-Gi-Oh! Mögen, beziehungsweise auch nicht alle gucken wollen, aber das heißt ja nicht nur, weil ich 2 Videos gebracht habe, dass es dann heißt, dass es den kompletten Kanal übernimmt. Und daher fand ich das halt leider etwas schade, dass viele dann halt so reagiert haben oder einen Daumen nach unten gegeben haben, grundlos, ne? Weil das Video war ja an sich nicht schlecht. Aber das ist ja auch jedem selbst überlassen, dafür ist die Funktion ja da. Vielleicht hat ja auch den anderen irgendwas anderes ja nicht gefallen, kann ja alles möglich sein. Dieses Meppo regt mich gerade richtig auf! Vergiftet und verwirrt! Und ich komme nicht durch. Wow, das ist amazing. Das ist wirklich amazing. Aber nee. Und das Ding ist halt für mich einfach gerade, ich habe halt auch nicht viele Möglichkeiten gerade irgendwas zu machen. Weil heute hat meine Uni angefangen. Mega geil, werde ich wahrscheinlich im Stream mal drüber reden mit euch. Über alles Mögliche. Und, ach, schon wieder super Schall. Der Boy tiltet mich gerade des Todes, wisst ihr das einfach. Das ist schon nicht mehr schön. Und ich hoffe einfach, oh ja, komm. Ja, komm. Komm, erledige mich. Ist okay. Ist okay. Und ich hoffe einfach, dass jetzt bald irgendwann die Nasog losgeht. Beziehungsweise ich kann jetzt hier auch nicht einfach sagen, ich nehme Wi-Fi-Battle auf, weil da fehlt es halt auch an einiges noch. Ne? Ich muss hier erstmal alles einrichten und theoretisch könnte ich es machen. Aber das Ding ist halt vor allem jetzt, wo ich krank bin, kann ich halt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt Wi-Fi-Battle auf. Und dann kann ich halt eigentlich nur die Videos benutzen, die ich halt auch wirklich auf Platte habe. Ne? Also von daher... müsst ihr euch damit abfinden, beziehungsweise halt auch einfach mal gedulden. Und es kann halt nicht immer kommen, was ihr vielleicht mögt. Weil irgendwann habe ich mal auch Bock auf irgendwas oder anderen gefällt es mehr. Oder es ist ein schweres Thema, sag ich mal, auf YouTube irgendwie Content zu bringen.
womit man jeden ansprechen kann. Das wirst du auch nicht hinkriegen meist, ne? Also, das wirst du hinkriegen, dass viele das gucken wollen. Viele gucken gern TCG, viele gucken gern Nasenlogs, viele gucken gern Wi-Fi Battles. Aber nicht jeder guckt alles. Klar gibt's auch Kollegen, die alles gucken, aber es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, nee, das mag ich nicht, das guck ich nicht und das will ich nicht. Finally, das Ding ist down, ey. Holy shit, ey, dieses verkackte Smeppo, ich hab's gehasst, ey. Dafür müsste ich nochmal das ganze Ding nochmal spielen, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach gesagt habe. Ist kaputt? Nee, hat ein bisschen gedauert. Aber um nochmal die Sache auf den Punkt zu bringen, ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich damit sagen will. Und gebt mir da einfach ein bisschen Zeit, ich kann halt auch nicht immer alles machen. Und für alle Leute, die das Spiel spielen wollen, by the way, weil mich viele darauf angeschrieben haben auf Instagram, mit ganz viel Glück, wenn ich es nicht vergessen sollte, ist das Spiel in der Videobeschreibung verlinkt und ihr könnt es dort zocken. Also, falls ihr Bock habt natürlich, ne? Wenn nicht, dann sagt ihr, nö, nö, keine Lust. Aber für alle Leute, die Bock haben, das weiterhin durchzuspielen, der Link ist in der Videobeschreibung. Und für jeden zugänglich, hoffe ich einfach mal. Oh, Donadel, Baku. Mit einem KP. Hau ihn weg. Dankeschön. Wir haben unseren Rebellfreund besiegt. Und das freut mich schon. Halt, warte. Oh, nee, nicht Juliet jetzt noch. Hallo, inzwischen hast du also den Ohren von Prismania City ergattert. Und jetzt bist du also auf dem Weg nach Fuxania. Mal sehen, was du gelernt hast. Ich sage jetzt schon mal, das wird der größte Reinfall überhaupt werden. Trainer Juliet will kämpfen und setzt Pummel auf ein. Wow. Wir werden einfach zerlegt. Wir werden einfach zerlegt. Vor allem, weil Tirakrok tot ist. Das war's mal komplett. Zero rannte zu einem Pokémon-Center, beschützte die Erschöpfung und besiegten Pokémon vor weiteren Schäden. So. Tryhard-Modus. So, Juliet, jetzt geht's dir an den Kragen. Na, Tirakrok, ich brauch den Jungen noch. Ich kann ihn hier nicht wegwerfen. Copy, komm durch, bitte. Tackle. Crit. Yes, Blutzug ist down. Fleckmon, okay. Jetzt kann ich Tirakrok einsetzen. Und ich hab Biss. Ich sollte auch Rot Speed nur gut Schaden machen. Und vielleicht kriege ich die Flinches. Wenn ich die Flinches bekomme, habe ich gewonnen. Ich habe auch kein Item zum Heilen. Ne, absolut nichts. Okay. Biss. Jot Speeden. Damage ist okay. Flinch, 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 flinch. Yes! Da ist doch der Flinch. Da ist doch der Flinch. Again. 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 Nein, nein. Nein. Ah, das ist kritisch jetzt. Aber wir haben noch Baku und Copy und die sollten das erledigen. Das ist keine hohe Range mehr. Ich meine, wir können nicht mit unserer Step-Attacke angreifen, aber Kopfnuss. Ah, noch eine. Bitte reicht nicht aus. Ah, das macht ja gar nichts. Easy kill. Easy kill, easy game. Und die Stadt, die sieht ziemlich gleich aus. Joa. Wie gesagt, Leute, also der Hack wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ihr könnt gerne vorbeischauen. Und wir können auch mal in die Safari... Oh, das sieht aus wie ein Shiny Kangama fast, ey. Krass. Ihr könnt gerne das Spiel weiter zocken, beziehungsweise selber zocken halt persönlich. Und dann mal schauen. Schutzbunker! Bruder, was ist denn hier los? Stellt bitte zuerst der Arena von Fuxiana bis City einen Besuch ab. Okay, sehr merkwürdig. Hausaufgabe an euch. Findet mal raus, was hier abgeht. Ich bin gespannt. Wenn ja, freut euch drauf. Es wird phänomenal. Und ja, ich will sonst vorher eigentlich gar nichts großartig sagen, außer meinem Hals vielleicht ein bisschen schon. Ich wünsche einen traumhaften Tag, Leute. Wir sehen uns hoffentlich die Tage irgendwann wieder im Stream oder sonst was. Ich verabschiede mich, bin raus und lasst gerne nochmal ein Däumchen nach oben da für diesen wunderbaren Hack. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr den Hack fandet, damit der Ersteller des Hacks auf jeden Fall ein bisschen Kritik abbekommt. Also was halt Kritik, positive Kritik, vielleicht negative Kritik, je nachdem halt. Hier kann man zum Beispiel auch nicht weiter, hier kann auch die Labras haben wohl keinen Bock. Aber ja, bitte gerne einfach mal in die Kommis posten. Ich bin raus, verabschiede mich und sag ciao for now.